Willkommen zurück bei der Let's Play Zelda Breath of the Wild. Ich bin wieder hier oben. Ich habe mir... Warte, wo ist es? Hier. Ich habe mir Ausdauerfood gemacht, damit ich da drüben easy hochklettern kann. Denn wir haben im letzten Part versucht, da hochzugehen und es hat wegen einem Millimeter nicht geklappt. Aber die Ausdauer hat halt einfach nur gestrikt. Und deswegen versuchen wir es nochmal. Wetten, es klappt jetzt ohne das Ausdauerfood. Ich würde so heulen, ne? Aber ich glaube, wir sind wieder ziemlich weit unten. Deswegen, also diesmal schaffen wir es safe, weil ich habe jetzt genug Essen, was die Ausdauer wieder auffüllt. Auch, das kann man auch nehmen, während man klettert. Ist eigentlich, ist ultra OP, ist ultra nice. Ich hoffe, in Breath of the Wild 2, was ja schon angeteasert wurde, ist es wieder gleich. Aber wir können ja mal ein bisschen über Breath of the Wild 2 reden. Wie soll das umgesetzt werden, denn sie können ja eigentlich nicht die gleiche Map nehmen. Okay, ich nehme zur Sicherheit mal den mit der wenigsten Ausdauer. So, ja, okay, das schaffe ich jetzt easy. Weil die können ja nicht einfach die gleiche Map nehmen, weil das kennen ja dann schon alle. Es muss irgendwie eine neue Overworld geben. Die Engine, so vom Stein her, kann gleich sein. Das ist ja in vielen Zeldas so. Zum Beispiel bei Spirit Tracks und Phantom Hourglass. Also Spirit Tracks kam ja nach Phantom Hourglass. Und da war die Engine noch gleich, immer mit dem Stift. Das Aussehen war noch gleich. Also ich nehme an, in Breath of the Wild 2 wird es auch nochmal gleich aussehen, wie Link sich bewegt und so. Ich denke, es wird neue Armors und so geben. Dieser scheiß Schreinpieper. Ich muss den kurz ausmachen. Indem ich den aktiviere, den Schrein. Dankeschön. Shibeniro, ich hatte recht. Ich nehme an, es wird neue Rüstung geben, weil es wahrscheinlich auch unter anderem neue Orte geben wird, für die man spezielle Rüstung gebrauchen kann, aber ich will eigentlich mir nicht zu viele Fantasien machen, ich will mich einfach nur überraschen lassen, was Nintendo da für uns plant oder was da auf uns zukommt. Aber ich bin auf jeden Fall jetzt schon mega hyped auf das Game. Wird ja eventuell 2021 kommen, 2020 auf keinen Fall mehr. Weil ich nehme nicht an, dass sie das in so kurzer Zeit mit so wenigen Arbeitern wegen Corona noch schaffen werden. Aber eventuell nächstes Jahr. Oh, nein! Du Spast! Ey, was soll das jetzt? Oh, hier ist noch ein anderer. Komm raus. Als ob der gestorben ist. Ja gut, dann muss ich gleich mein Foto zücken, was ich letzte Folge gemacht habe, um die Reihenfolge hier einzugeben. Aber vorher muss ich noch die Reihenfolge... Oder? Was bewegt sich hier? Ach, mein Arm am Rücken, lol. Okay, dann nehme ich gleich das Foto und erst mache ich ein Foto und dann gebe ich das ein, was ich im anderen Schrein gesehen habe. Ich ziehe am besten was anderes an, damit ich das unterscheiden kann. Denn hier ist es wieder genau das gleiche. Ich zieh mal kurz die Heiler-Kapuze an. Okay, dann... Oh Gott. Ist es gespiegelt oder ist es genau gleich rum? Okay. Dann erstmal ein Foto machen. Cheers, Link. Ach Junge, dieses Licht. Okay. Fotos sind gemacht, jetzt kann ich gleich die Reihenfolge eingeben. So, ich habe jetzt das Bild von dem anderen Schrein vor mir. Und ich weiß jetzt genau, was wohin muss. Alright. Ich fange ganz links an. Das muss eins nach oben. Dann das hier muss... In die Mitte, glaube ich. Ja, doch, in die Mitte. Dann muss das hier da nach unten. In die Mitte kommt nichts. Dann da drüben. Der hier muss zwei nach unten. Ja, stimmt soweit. Und das andere Ding muss ganz nach oben. Ich hoffe, das stimmt so. Aua, aua, aua. Und? Yes! Nice. Boah, das ist. Diesen Schrein habe ich gehasst, weil ich mir das. Ich habe versucht, das mit so zu machen, dass ich mir das merke. Weil ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, mein Handy nicht zur Hand hatte.
Aber als ob es in diesem Schrein keine Truhe gibt. Doch, hier gibt es eine Truhe, aber wo? Oder kommt da einfach kein Truhensymbol, weil es hier keine gibt? Aber es kann doch nicht sein, hier muss doch irgendwo eine Truhe sein. Oder nicht? Als ob hier keine Truhe ist. Hier muss doch irgendwo eine Truhe sein, oder nicht? Habe ich die verpasst? Okay, dann gibt es wohl keine. Wenn ja, wenn doch, dann kann ich die ja jederzeit nachholen mit Teleportieren. Aber sonst bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Oder ist oben eine Kiste? Nee, da ist auch nichts. Okay, dann wird hier wohl einfach keine Kiste sein. Das Game will es so. So, jetzt fliege ich gleich runter zum Shibinyasu-Schrein, denn da muss ich das Muster aufnehmen, oder reinlegen, das ich gerade gezeichnet, oder gerade das am Anfang da lag, besser gesagt. Und dann haben wir auch wieder 4 Zeichen und können uns auf den Weg nach Ateno begeben. Oder jedenfalls will ich mich auf den Weg nach Ateno begeben. Ich könnte auch theoretisch nach Kakariko, also mich nach Kakariko teleportieren. Und dort mir ein Herz holen. Ich glaube, das mache ich sogar so. Einfach damit ich das Herz habe. Und auf den habe ich gerade gar keinen Bock, aber... Das Schild will ich, gib mir das. Als ob ich das nicht nehmen kann. Okay, alle meine Waffen sind besser. Alle meine Schilde. Ja. Weg damit. Und das Schwert nehme ich. Nice. So, jetzt noch den hier vervollständigen, aber erstmal den Krog hier oben holen, denn da ist einer eingezeichnet. Wow, ein Stein. Und wir haben den höchstgelegenen Schrein abgeschlossen. Wow. Man könnte meinen, da drüben beim Vulkan ist was Höheres, aber das hier ist definitiv der höchstgelegene Schrein, denn beim Vulkan ist kein Schrein oben drauf. Und da hinten ist schon wieder dieses mysteriöse Licht. Okay, dann erstmal die Markierung hier löschen. Und der Schrein, der da auch noch auf der Karte eingezeichnet ist, ist der, der unten ist. Also ganz unten. Den haben wir schon. So, dann gehen wir erstmal nach unten. Und ich gebe gleich das Muster ein vom anderen Schrein. Das sieht relativ ähnlich aus eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Oder ich habe einfach nur kein Auge für sowas, aber... Wofür gibt es Smartphones? Für irgendwas gibt's die ja. Hallo? Ja, bitte hoch. Dieses Shika-Logo, ne? Warum gehe ich nach oben? Ich bin so dumm. Also, der erste hier muss in die Mitte. Glaube ich, ja. Dann in der zweiten Linie ist der hier ganz oben. Ach, Link, komm. Dann in der Mitte das zweitunterste. Dann das hier nach oben. Aua. Und das andere ganz nach unten. Aua. Und das sollte stimmen. Ja, Mann. Gut. Handy wieder weg. Brauche ich nicht mehr. Und hier gibt es anscheinend auch keine Kiste. Ich nehme an... Oder übersehe ich die einfach? LOL! Oh mein Gott, ich sehe... Oh mein Gott, ich kann gleich direkt nochmal zum anderen Schrein hoch. Ich weiß, wo die Kiste ist. Boah, bitte Plattform, bleib jetzt da. Bleib jetzt da. Ich sehe einfach jetzt erst die Kiste, die da ist. Um die Ecke muss man fliegen. Es hat nicht nur einen Grund, hier hochzugehen. Nicht nur, um sich das zu fotografieren oder zu merken, sondern auch um die Kiste hier zu holen. Oh mein Gott. Ja, dann gleich nochmal zurück zum anderen Schrein. Und die Kiste da auch noch holen. Oh. Was, eine Sandra-Lanze? What? Moment, was?
Der kann weg. Habe ich das richtig gelesen? Ne, eine Sanderlanze. Ich dachte schon. Als ob da so ein Name. Die Lanze gehört. Ja, die Lanze gehört Sandra. Alles klar. Falsche Seite. Übrigens, auf Leitern verbraucht man keine Energie. Die füllt sich da sogar auf. Lol, okay. Warum sind die alle so zerknickt? Die haben den ganzen Tag gezockt und haben eine schlechte Körperhaltung. Und wir haben 4 Stück wieder. Wir können uns ein neues Herz leisten. Aber zuerst nochmal kurz nach oben in den oberen Schrein. Denn da war ich wieder lost und hab die Kiste nicht gesehen. Und wir brauchen alle Kisten in den Schreinen für die 100%. Deswegen ja nichts dort lassen. Bei jedem Schrein immer alles direkt mitnehmen. Weil ich habe gerade einfach vermutet bei dem oben, dass da einfach nichts ist. Jetzt regnet es schon wieder. Was soll das denn, Mann? Teleportation. Weil wenn sie... Oh Gott, ey, das ist so... Stellt euch vor, es wäre geil. Oder es wäre geil, wenn es einfach ein Item gäbe, womit man trotzdem Regen klettern kann. So irgendwas, das haftet. Ich weiß nicht, ob es das hier schon gibt mit der voll gelevelten Kletterrüstung, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, jetzt hier kurz reinsteppen. Uns die Kiste abholen. Hey, komm runter. So. Die sollte dann auch hier... Ja, ja, okay. Alright. Oha, was? Aber es ist ein Zweihänder. Egal, ich muss ihn mitnehmen für den Platz. Machen wir die hier weg, die Heugabel. Weil dann habe ich wenigstens... Kann ich den Bockstock behalten als Einhänder wenigstens. Aber das ist echt ein krasses Schwert. Das macht 32 Damage. Oder ich das mitnehmen könnte, hätte ich nicht. Gut, dann wieder nach oben. Haben wir die beiden Schreine auch zu 100% abgeschlossen. Können das auch ganz easy nochmal kurz überprüfen. Wir haben 12 Schreine schon gemacht, lol. Schon ein Zehntel von allen Schreinen. So, Kistensymbol, Kistensymbol, Kistensymbol. Jawohl. Wir haben alle Schreine bei den Bergen. Yes! Ihr könnt es auf den Weg machen nach Kakarik, nach Hateno, nicht Kakarik, what the hell. Ja, dann hole ich mir erstmal den Krog da unten. Was auch immer der ist. Aber mal gucken. Boah, ey, dieses Gebiet mit den Bergen da, das ist auch krass. Es gibt einfach zu viel. Das Game ist einfach riesig. Wo war denn dieses Rätsel hier nochmal, oder was war das nochmal bei eins? Das da? Was ist denn da? Da ist ja gar nichts. Außer Bäume. Ach, nicht schon wieder so ein Typ. Komm, zeig dich. Zeig deinen Arsch. Hallo? Dann halt so. Oh, ein Barsch, lol. Okay, wo ist das? Ja, der Baum. Ja, da ist ein Stein oben, oder? Hast du richtig gesehen? Ja, da ist ein Stein, oder? Nein. Gott, Alter. Ah, nee, so ein Ding ist es. Ah, das gibt's nämlich auch. Das glaube ich, das hatten wir noch nie, glaube ich. Wir hatten schon mal Eicheln, aber die sind dann von den Bäumen hochgeflogen. Die mussten wir abschießen in der Luft. Aber das hier ist die einfachere Version des Eichelkrocks. So, ich werde auf jeden Fall die ganzen Crocs hier noch holen. Oh, endlich geht's auf den Weg weiter in die Story. Ich denke mal, ich werde so Sidequest und 100% Stuff erst ein bisschen nach der Story machen. Ich werde immer so ein bisschen abwechseln, damit es nicht zu lange No-Story ist halt. Aber ich werde trotzdem mal gucken, was da unten noch ist. Obwohl, eigentlich kann ich erstmal hier in den Bergrand. Ach, scheiße, ich glaube, ich habe jetzt schon verkackt, oder?
Oh, hier ist ein Schrein, was? Boah, wie instant er da ranklettern kann. Links ist einfach ein Biest. Ist das der Krog da, dieser Stein? Ist er das? Sag mir nicht, das ist der Krog. Ja, das ist er, safe. Ja. Oh mein Gott. Ich glaube, dann habe ich mir den sogar falsch markiert. Oder war der richtig? Nee, der war sogar... LOL. Der Ping ist einfach... Der passt wie die Faust aufs Auge, Digga. What the hell? Aber was ist das für ein Schrein hier? Weil der ist ja direkt hier um die Ecke. Oder ist das einer dieser Schreine hinter einem Wasserfall? Nee, das müsste der da hinten sein. Oder? Nee, da ist nichts. Da ist nichts, aber irgendwie ist da doch was. Vielleicht irgendeine brüchige Wand, wo der versteckt ist. Kann auch sein. Ein fucking Bär! Erstmal den Krog mitnehmen. Und der Bär ist disappeared. Ich bin nicht hier, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Ich bin eine Illusion deiner selbst. Renn, Link, renn! Mach Parasegel. Ich glaube, ich weiß, wo der Schrein ist. Ich muss hier eine Bombe ins Wasser werfen, dann fließt die da rüber. Yay! Dauert zwar ein paar Jahre, bis die dann mal da ist, aber... Wenn sie dann da ist, ist die Wand auf. Und wenn sie dann da ist, können wir in die Wand reingehen. Boah, spannend, sehr spannend. Komm, wir müssen die anfeuern. Go, 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 go. Was ist denn mit dir? Lass mich doch mal... Ey, lass den Hirsch in Ruhe, hallo! Ist das dein Ernst gerade? Oh, die Bombe ist gleich da. Ah, noch ein bisschen. Ja, noch ein bisschen. Komm, komm. Komm, 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 komm. Ich will sie nicht jetzt zünden, weil ich warte wirklich, bis sie da nah genug dran ist. Aber ich glaube, jetzt ist es soweit, oder? Ja. Dann ab dafür, auf dahin. Ich kann so, ich kann laufen. What? Ich hatte halt recht, what the hell? Der Toto-Isa-Schrein. Ja, an den Schrein kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dass der hier war. Aber... Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Ist meine Brille dreckig oder meine ich das gerade nur? Ist es Lichtreflektion? Ne, das ist die Lichtreflektion. Ist es... Ah, was ist das denn? Hä? What the hell? Ach nein, Bewegungssteuerung, warum tut die mir das an? Oh! Oh! Hätte ich die Kiste nicht gesehen, ey. Alles schön immer nochmal dreimal umdrehen. Oha! Noch ein Goshin-Schild. Doch, 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 dafür finden wir Platz. Dafür finden wir definitiv Platz. Und zwar weg damit. Der Goshin-Schild ist tausendmal krasser als der Bockblind-Schild. Guck mal, wie scheiße. Ah, fuck. Oh, wie geil der aussieht. Boah, mit diesem Shika-Jiga-Symbol, whatever das ist. Okay, ich dachte gerade fast, ich würde runterfallen. Okay, eine weitere Apparatur? Was ist das hier? Oder wie nennen sie das? Ich habe vergessen, wie die das... Ah, fuck. Ja, 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 ein bisschen. Staub, 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 staub. Noch ein bisschen. Aber das reicht, reicht. Jetzt so drehen. Wenn ich Facecam an hätte, ihr Leute, ihr würdet nicht wissen wollen, was ich hier mache. Wie ich das drehen muss, ist unglaublich. Aber zum Glück bleibt das so, wenn wir ja... Oh nein. Wenn ich es loslasse. Okay, ich hatte das hier schwieriger in Erinnerung. Oder vielleicht kommt das schwieriger erst noch. Also, nichts überstürzen hier. Es gibt nämlich noch ein letztes. Und das ist, glaube ich, das... Ja, das ist... Ah, ja, genau. Jetzt kommt das Knifflige erst. Also, was bewegt dich hier genau? Hier muss ich alles nochmal kurz abgucken, wegen Kisten. Ist hier irgendwas? Ja, da ist eine Kiste, das heißt... So rum... Warte, ich muss den X-Button finden. Moment, zurück. Wo ist X? Das ist X. Okay, das reicht. Das reicht, um die Kiste zu holen. Yes, yes. Und wir kriegen...
Was? Okay, das hatte ich echt nicht mehr im Kopf, dass es auch kleine Schlüssel gibt in dem Game. What? Gut, also. Jetzt machen wir den hier. Oder? Nee. Das hier ein bisschen drehen. Bisschen nach unten. Und das sollte klappen jetzt eigentlich. Haben wir ja nicht alle Kisten? Ja, haben wir. Nice, okay. Sollte klappen jetzt. Hä, okay, ich habe da beim ersten Mal ultra Mühe gehabt. Warum auf einmal so easy? Ach, da! Die Kiste musste man holen, damit man hier überhaupt weiterkommt. Ah, schlau gemacht, schlau gemacht. Da, 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 da. Oh, das sieht so geil aus, wie das aufgeht. Ah, wir haben es geschafft! Das ist auch mal, das ist geil, dass sie auch die Bewegungssteuerung hier nicht nur bei dem Bogen und so, auch bei solchen Sachen mit einbeziehen. Ist echt nice. Ich sollte mir echt mal ein Herz holen, aber es gibt halt auch so viele Sachen, ne? So. Okay. Dann, habe ich den Krog nicht? Doch, den habe ich. Ich vergesse immer, die Markierungen wegzumachen. Okay, dann muss ich jetzt erstmal... Ach, nee. Ah, hier kann ich ja laufen. Easy, easy. Nein! Geh da hoch! Mein Gott. Aber sag nicht, der Bär kommt jetzt wieder. Gar keinen Bock auf den Bären. Sieht nicht so aus. Gut für uns. Oh, das Pilzschleichling müsste das sein. Mal mit dem Magneten mal kurz gucken. Oh nein, komm. Nimm doch den Pilz. Krog Nummer wie viel? Also laut den Samen 49, aber wir haben glaube ich schon mehr. Wie dem auch sei. Den Stempel können wir löschen. Okay. Dann würde ich sagen, um schneller dahin zu kommen, gehe ich zum Stall hier. Und dann passt das perfekt mit der Abfolge der Krogs hier. Nice. Blau, schwindelig. Was war das gerade? What the hell? Muss aber sagen, dass manche Schreine so versteckt sind, ist echt nice. Boah, ich hab gerade so Flashbacks von so vielen Schreinen, die so fies versteckt waren. Da musste man irgendwie irgendwas werfen und dann brauchte man perfektes Timing, dass es auch perfekt landet, aber... Das habe ich natürlich nicht sofort First Try geschafft. Sondern habe da erstmal 3000 Jahre lang rumgestruggelt und mein Pferd ist da immer noch. Aber ich glaube, ich komme mal ein neues. Erstmal zu Terry. Der hat safe wieder was Neues im Angebot. Gib mir deine Pfeile, wenn du welche hast. Hast du welche? Schade. Er hat immer noch das Gleiche. Aber die Schrecken kaufe ich. Die brauche ich. Fast kein Cash mehr. Kann ich auch was verkaufen? Dankeschön. Wo sind meine Edelsteine? Hä? Hä? Bin ich blind? Ah. wieso? Wow, 520 für zwei Saphire? Ist nicht schlecht. Dann noch wieder alle bis auf einen verkaufen. Weil im Moment können wir halt noch nicht so viel damit anfangen, außer halt verkaufen und das Geld absahen dafür, aber den richtigen Wert oder was man damit machen kann, kommt erst später dazu. Bei zum Beispiel Rüstungsverbesserungen. Also bei Verbesserungen von Rüstung, die wir noch nicht besitzen. Warum drücke ich immer B? Du sollst A drücken, Link. Okay, Link drückt ja gar nicht. Ich muss das drücken. Ich bin einfach der Bot hier. Ich habe sogar fast die 15. Das heißt, ich kann das dann direkt machen. So, Terry. Dankeschön. Und ich hole mir jetzt ein neues Pferd. Okay, hier war nichts mehr. Wo waren denn die Pferde hier? Da. Muss ich erstmal kurz hinter die gehen. Und mir ein neues holen. Schön anschleichen.
Ich glaube, ich hole mir das einfarbige Schwarze, weil ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen. Da. Ist das gerade ein verdammter Ernst? Aber nicht for real jetzt, oder? Als ob das die nicht verscheucht hat. Lol, geil. Aber wenn, das sieht mich ja jetzt, wenn ich hier lang gehe, ne? Oh ne, jetzt nicht mehr. Ganz langsam hier in hohem Gras. Also das hohe Gras ist nicht nice. Sieht zwar nicht mal so hoch aus, aber es ist halt. Komm doch nicht zu mir. Ich will das Einfarbige. Okay, dann nehme ich das hier, ist mir egal. Warum geht ihr weg? Ich brauche einfach nur eins. Oh nein, es regt. Mann! Warum machen die das? Oh, aber das ist gut, weil im Regen ist man im Gras leiser. Oder man ist allgemein leiser bei Regen. Boah, ich sehe schon wieder. Schaffe ich das? Jetzt komm, 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 komm. Yes, wir haben's. Wie viel ist es wert? Wie viel Speed hat's? Ja, 4! Nice. Aber erstmal gehe ich es registrieren, damit ich es nicht verliere. Das ist ein gutes Pferd. Im Gegensatz zu, wo ist es? Holzkopf hier, du Idiot. Das hier ist echt nice. Das hat 4 Speed. Das Holzkopf hatte nur 2. Aber ich habe schon wieder Struggle mit dem Namen. Wie sollen wir das denn nennen? Mit dem anderen Typen reden. Stopp, stopp, stopp. Oh, da ist ein Wildwerk gefangen. Möchtest du es registrieren? Yes, ich möchte das. Ja, ist das. 20 Rubine natürlich, die normale Gebühr. Und Namen. Schwierig. Ich nehme irgendeinen Charakter, den es hier nicht gibt. Ich nenne es einfach mal Tetra, weil Tetra ist aus Wind Waker, Phantom Hourglass. Diese Piratin. Deswegen ist das wahrscheinlich ein ganz guter Name. Weiß da nicht, ob es jetzt ein männliches oder ein weibliches Pferd ist, aber ich nehme es erstmal mit. Und müssen es auch immer wieder tätscheln, damit die Zuneigung hochgeht beim Pferd, weil ihr habt gerade gesehen, vielleicht die Zuneigung war nur bei Alo bei 8. Und dann müsste das ja auch der nächste Cock sein. So, Joachim, kurz anhalten. Ach, den habe ich schon. Ja, moin. Aber den habe ich noch nicht. Okay. Sorry. Weiter geht's. Alles super. Hey, hey, chill. Alles gut, alles gut. So. Nein, nicht schon wieder so einer. Verpiss dich. Mit dir will ich jetzt nichts zu tun haben. LOL! Da hat gerade Geld gedroppt. Alter! So, was haben wir hier? Ach nee. Ach nee! Ach nee! Okay, 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 okay. Ach Junge, ich verkacke hier so oft. What? Die fliegen. Nein, warum schießt er nochmal? Ey, diese Bewegungssteuerung, ne? Unglaublich. Ey, das geht's nicht. Fast kein Bögen mehr. Ey! Der Ballon-Struggle, es geht schon wieder los hier. Alter! Okay. Nur noch einen. Yes! Alter, das fuckt so ab. Okay.
dann sehe ich, wir sind wieder am Ende angekommen von der Zeit her. Das war's mit dem heutigen Part der Legend of Zelda Breath of the Wild. Wenn es euch gefallen hat, liken und abonnieren. Bis zum nächsten Mal und ciao.